Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Zeichenvideo. Ja, an dieser Stelle seht ihr erstmal, wie dämlich man oder wie unfähig ich sein kann, selbst einfachste Hilflinien zu ziehen. Ich werde euch jetzt gespeedet zeigen, wie ich mich versucht habe, Fabi in Chibi-Form als Farmer darzustellen. Das Ganze soll für das Thumbnail passieren, für das Spiel, was wir heute noch streamen, Farm Together. Ob es das Ganze auch wirklich aufs Thumbnail drauf schafft, das hängt so ein bisschen davon ab, ob ich auf die Koloration noch rechtzeitig fertig bekomme. Die Outlines stehen soweit. Mir fehlt wirklich noch einiges, auch im Umgang mit diesem Grafikprogramm, mit diesem Zeichenprogramm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche mir momentan, so gut es geht, zu behelfen. Klappt auch ganz gut, aber naja gut. Ich stehe ja auch momentan noch am Anfang. So probiere ich einfach ein bisschen rum. Ich bin auch mit sehr, sehr vielen Dingen sehr, sehr unzufrieden. Und viele Schritte wiederhole ich zigmal und hier an dieser Stelle seht ihr, wie schwer es teilweise sogar sein kann, einfach nur einen dämlichen runden Kreis zwischen zwei Striche zu bekommen. Ja, auch da kann man sich anstellen. Ja, ich versuche einfach momentan, ich probiere momentan noch sehr viele Formen aus und sehr viele unterschiedliche Stile. Ich schaue ja sehr, sehr viele Animes, ich lese recht viele Mangas und da sieht man natürlich unterschiedlichste Stilrichtungen und das ein oder andere bleibt so grob im Kopf drin hängen und dann macht man aus allem irgendwie so einen Mischmasch zusammen. Und ja, ich wollte an dieser Stelle einfach versuchen, Fabi ein paar Merkmale zu verpassen, woran man erkennen kann, okay, das soll jetzt Fabi als Bauer sein. Auf der anderen Seite aber auch typische Merkmale für ihn, wie wir ihn alle kennen, wie zum Beispiel eine Mütze, mit der er immer streamt. Und ja, natürlich sein Bart. Ich habe Fabi schon verflucht. Ich habe gesagt, kannst du dich bitte endlich mal wieder rasieren? Ich krieg einfach den Bart bei deinem Chibi nicht hin. Ja. Es ist ein Strichsalat geworden, tatsächlich. Am Ende werdet ihr übrigens auch die fertig eingeblendeten Outlines sehen. Ich habe es leider nicht hinbekommen, alles aufzunehmen, da irgendwann dann zwischendrin meine Festplatte leider voll war. Weil ein paar Änderungen habe ich tatsächlich noch vorgenommen. Ich mache es mittlerweile so, dass ich mir einfach immer erstmal Kreise mache. Der normale Chibi ist ja quasi 3 Kopf hoch, deswegen habe ich jetzt hier 2 Kreise gemacht, weil ich geplant hatte, von Fabi nur Gesicht und Oberkörper auf das Thumbnail zu packen, weil es ansonsten einfach zu klein wäre. Das habe ich dann einfach mit einem Pinseltupfer gemacht. Ist einfach schneller gemacht, als einen Kreis hinzubekommen. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es sein kann, einfach nur einen halbwegs runden Kreis hinzubekommen. Dann orientiere ich mich so ein bisschen an den Hilfslinien eben für die groben Skizzen. Und dann nutze ich diesen G-Pen hier, den man bei den Federspitzen, sag ich jetzt mal, findet, um die Outlines zu ziehen. Eigentlich hätte ich das bei der Kleidung auch machen müssen. Die Kleidung habe ich tatsächlich direkt geoutlined, hat aber besser geklappt als zunächst vermutet. Ich empfehle es euch definitiv immer, wenn ihr vielleicht auch noch gar keine Ahnung habt von digitaler Zeichnerei. Ihr habt dort diese wunderbare Möglichkeit, mit Ebenen zu arbeiten. Das ist das, was ich beim Zeichnen auf Papier immer doof finde, wenn man mit Hilfslinien zeichnet. Es ist oft schwierig, wirklich alles wegzubekommen, was weg soll und nicht das mit wegzuradieren, was nicht weg soll und das alles rückstandslos wegzubekommen. Beim digitalen Zeichnen nutzt auf jeden Fall Ebenen, denn dann könnt ihr hinterher das, was ihr einfach nicht mehr braucht, könnt ihr ausblenden oder eben, wenn ihr die Skizzen dann outlinen möchtet, könnt ihr einfach die drunter liegende Ebene, wo ihr schon mal so ein bisschen vorgekritzelt habt, könnt ihr einfach ja weniger stark darstellen. So habt ihr die Anhaltspunkte, könnt die Linien nochmal nachziehen, dass es eben nicht so gestrichelt aussieht. Das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Sache. Das habe ich auch mir erst angewöhnen müssen. Ich habe früher immer direkt versucht, wie man es eben so auf dem Papier auch macht, ne? Man hat halt das Gerüst und zeichnet dann einfach mal drumrum. Das habe ich mir dann auch erst angewöhnen müssen. Mittlerweile klappt es aber ganz gut.
Und was ich auch sehr gerne mache bei den Grafikprogrammen, ist, dass ich eben ranzoome. Dann sieht man einfach noch mal ein bisschen genauer, was man gerade tut. Woran ich mich auch noch gewöhnen muss, was noch ein bisschen ungewohnt für mich ist, ich habe ja eigentlich immer nur mit Photoshop gearbeitet, wenn ich Fotos bearbeitet habe oder unsere Thumbnails gemacht habe. Da war es natürlich für mich uninteressant und blödsinnig, das Papier zu drehen. In diesen Zeichenprogrammen, wie jetzt hier eben zum Beispiel Clip Studio Paint oder auch Paint Tool Sai, hat man die Möglichkeit, das Blatt zu drehen. Und das finde ich immer sehr angenehm. Denn das macht man ja auch, oder ich mache das zumindest im echten Leben auch. Wenn ich irgendwas da zeichne, und mir fällt einfach eine Linie in die eine bestimmte Richtung zu ziehen, dann drehe ich halt das Blatt, dass es mir je nachdem, ja, dass ich die Linie eben in meine Schokoladenrichtung ziehen kann. Klamottentechnisch habe ich mich jetzt hier bei Fabi für ein Hemd entschieden. Denn zum einen trägt Fabi, wenn es nicht gerade knackig kalt ist wie jetzt, trägt Fabi meistens irgendein T-Shirt und darüber ein offenes Hemd. So wird man ihn meistens antreffen. Und ich finde auch, dass das so ein bisschen was vom typischen klassischen Farmer hat. Irgendwie so ein offenes Hemd und ja, das sieht irgendwie... Jetzt sage ich, Fabi sieht aus wie der typische klassische Farmer im Sommer. Nein, sowas auch nicht gemeint. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich, glaube ich. Mit dem Kragen bin ich ja an dieser Stelle noch nicht wirklich zufrieden. Der sieht einfach sehr, sehr platt aus, nicht wirklich plastisch und ja, also an Kragen muss ich auf jeden Fall noch üben. Dann habe ich mir gedacht, wie entgehst du deinem Erzfeind der Hand? Verschränkst du die Arme mal hinter dem Rücken? Und daraus ist dann das entstanden. Hier seht ihr jetzt eben noch die fertige Zeichnung. Er hat noch so eine Kornähre im Mund. Das Auge ist ein bisschen größer geworden, ein bisschen schmaler, wie es eben bei Männern oft so gemacht wird. Und ja, so sehen die Outlines jetzt aus. Ich bin ein bisschen unsicher, ob das jetzt hier alles so passt. Das ist ja mein erstes Beat Paint quasi. Das war jetzt Teil 1 der Outlines. Wenn ich wieder ein bisschen Luft habe, weil ich was rendere, werde ich mich dann noch an die Koloration setzen, euch da auch wieder mitnehmen. Und ich hoffe, dass ich das alles so weit fertig bekomme, dass es eben heute Nachmittag schon in seiner fertigen Version auf das Thumbnail kommen wird von Farm Together. Ich bin gespannt und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wie euch dieses Video gefallen hat und würde mich dann natürlich über Rückmeldung in Form entweder von Daumen hoch oder runter oder eben Kommentaren freuen. Also dann, ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!